Solaranlagen auf den Gebäuden. Heute werden die Grünliberalen hier noch klar an der Mehrheit festhalten, weil wir der Meinung sind, es sollte eigentlich mehr auf bestehenden Gebäuden erfolgen. Auch die Abstimmung gestern im Wallis hat leider gezeigt, dass dies auch in der Bevölkerung gewissen Rückhalt hat, bestehende Infrastrukturen vor Freiflächen. Aber ich muss schon sagen, dass sich die Grünen da gestern als Wolf im Schafspelz gegeben haben und faktisch der Kernenergielobby einen Steilpass gegeben haben. Und da müssen wir weiter dran arbeiten, so kommen wir nicht vorwärts.